LVMH-Zahlen rausgebracht, richtig gute sogar, und trotzdem ist die Aktie um mehr als 2% gefallen. Klassische Sell und Good News also. In diesem Video werde ich die Zahlen jetzt so ein bisschen vorstellen, werde erklären, warum ich so überzeugt bin von LVMH als Unternehmen und warum ich glaube, dass die gerade richtig günstig bewertet sind. So, wir legen jetzt erstmal mit den Zahlen hier los. Starten wir erstmal mit dem Umsatzwachstum, das ist richtig stark. In der ersten Jahreshälfte sind sie um 15% gewachsen, organisch gesehen sogar um 17%. Alle Segmente liefen super, bis auf eins, Wine und Spirits, also Alkohol. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen, so viele Insta-Stories, wie ich innerhalb der letzten Monate gesehen habe, wo Leute mit Champagner rumgespritzt haben. Dafür lief das mit Abstand größte und wichtigste Segment von LVMH, Fashion und Leder waren umso besser. Hier konnten sie ein Umsatzwachstum von plus 20% verzeichnen. Und ich finde, das merkt man auch richtig. Ich habe es mir zur Angewohnheit gemacht, egal in welcher Stadt ich bin, egal ob in Köln, München, Barcelona oder Lissabon, ich gucke mir immer auch mal den Louis Vuitton Store von außen an. Die sind ja sowieso immer in der allerbesten A-Lage, also wenn man so ein bisschen Sightseeing macht, dann kommt man da sowieso zwangsläufig dran vorbei. Und da ist wirklich immer eine Schlange, egal zu welcher Tageszeit, vielleicht bei Regen mal nicht, da bin ich jetzt nicht in der Stadt, aber wenn normales Wetter ist, dann hast du vor Louis Vuitton Stores immer eine Schlange. Und auch die Louis Vuitton Taschen, die sehe ich echt häufig. Klar, ich achte als Aktionär jetzt auch besonders drauf, aber es kommt mir schon wirklich sehr, sehr viel vor. Bei der Kleidung ganz genauso. Ich habe das Gefühl, Gucci wird so ein bisschen uncool und diesen Platz nimmt jetzt gerade LVMH ein. Jetzt schauen wir uns mal die Gewinnentwicklung an, die sieht sogar noch besser aus. LVMH konnte den Gewinn innerhalb der ersten Jahreshälfte um sage und schreibe 30% steigern. Das ist natürlich schon echt eine heftige Ansage. Also auch die Marge konnte man hier nochmal ordentlich erhöhen. Das ist übrigens ein Trend, der sich bei LVMH schon die ganze Zeit fortsetzt. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung nach Regionen weltweit an. Das finde ich auch ganz interessant. Hier sehen wir, dass es bei den USA bzw. in den USA gerade nicht so gut läuft. Das ist mit Abstand die schwächste Region. Finde ich ganz interessant, dass die USA hier wirklich so weit hinten dran ist. Am stärksten hier ist gerade tatsächlich Japan, aber das ist jetzt kein so großer Markt. Europa und Asien sind hier relativ ausgeglichen. Jetzt schauen wir uns mal die Gesamtanteile an. Hier sehen wir United States 24%, Other Markets, also alles Mögliche, 12%, Frankreich 8%, der Rest von Europa 15%, Japan 7%. Und Asien mit Ausnahme, also Asien, Japan rausgerechnet, 34%. Leider ist hier nicht aufgeführt, wie groß hier der China-Anteil ist. Das wäre natürlich sehr interessant zu wissen. Ich vermute, der China-Anteil hier ist wirklich gigantisch. Es würde mich nicht wundern, wenn China für LVMH das wichtigste Land gemessen am Umsatz wäre. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass mehr als 24%, also mehr als bei den United States, hier tatsächlich China ausmachen. Ich komme damit persönlich, muss ich sagen, ganz gut klar. Man muss halt eben einfach dabei leben, bei internationalen Konzernen, dass man immer eine enorme Abhängigkeit von China hat. Das ist bei allen internationalen Unternehmen so. Hier jetzt in der Luxusbranche natürlich ganz extrem, aber ich bin bei China generell optimistischer geworden. Ich glaube nicht, dass es da in Taiwan zu einem Krieg kommen wird, wie sich auch immer das entwickeln wird. Also einen Krieg werden wir da, glaube ich, nicht sehen. Deshalb, ja, also für mich ist das in Ordnung, aber das muss man natürlich wissen, falls du sagst, ich möchte mit China überhaupt nichts zu tun haben, ist LVMH definitiv, das muss man hier ganz klar sagen, die falsche Aktie für dich. Jetzt schauen wir uns mal ein paar Zahlen von LVMH in Sachen Bewertung an. Ganz wichtig am Anfang ist mir immer die Verschuldungssituation, die sieht gerade bei LVMH wirklich sehr positiv aus. Aktuell hat LVMH ungefähr eine Nettoverschuldung von rund 21 Milliarden Euro. Ihr seht ja auch schon, die Analysten rechnen damit, dass die innerhalb der nächsten Jahre noch weiter runtergehen wird. Das liegt halt einfach daran, die Verschuldung ist erstmal schon nicht hoch und die Gewinne sprudeln gerade bei LVMH nur so. Wir können die Nettoverschuldung ja auch mal gerne ins Verhältnis zum EBIT setzen. Aktuell liegt der EBIT von LVMH so in etwa bei 24 Milliarden Euro. Also wir reden hier nicht mal von einer Nettoverschuldung von einem Jahres-EBIT. Also man könnte, wenn man hier wollen würde, innerhalb von so 10, 11 Monaten komplett schuldenfrei werden, was natürlich ein absoluter Topwert ist. Und wie ich gerade schon gesagt habe, die Gewinne sprudeln auch. KGV in meinen Augen auch recht günstig. 2023, dieses Jahr, wird ein Gewinn von 33 Euro pro Aktie erwartet. Aktuell notiert LVMH bei 830 Euro, also 830 geteilt durch 33. Dann kommen wir hier auf ein KGVE von 25. Das finde ich richtig günstig,
wenn man hier bedenkt, dass LVMH noch gerade richtig stark am Wachsen ist. Auch in den nächsten Jahren rechnen die Analysten weiterhin mit einem zweistelligen Gewinnwachstum pro Jahr und auch einem fast zweistelligen Umsatzwachstum pro Jahr. Also hier jetzt wirklich so ganz, ganz haarscharf vorbei. Da fehlt nicht viel, aber man kann hier von LVMH, zumindest in Sachen Gewinnwachstum, wirklich noch von einem Fast Grower sprechen. Dazu will ich jetzt auch mal ein bisschen auf die Qualitäten von LVMH eingehen. Erstmal, sie haben sehr starke Brands. Dann, sie sind sehr gut diversifiziert. Sie haben eine lange Erfolgshistorie. Sie sind 1A top geführt seit, ich glaube, 1997 von Bernard Arnault. Ich hoffe, ich habe den Namen halbwegs richtig ausgesprochen. Wie gesagt, noch gut am Wachsen. Also für mich spricht hier gerade alles für LVMH. Dazu kommt noch, sie sind eine Luxusaktie. Ich bin ein Riesenfan von Luxusaktien. Die sind auch nicht so zyklisch. Das ist für mich auch ein Vorteil. Und wenn wir jetzt mal die Bewertung von LVMH mit Hermès vergleichen, sehe ich hier noch eine Menge Aufholpotenzial. Wir schauen uns jetzt mal an, wie Hermès bewertet ist. Das ist, finde ich, so das vergleichbarste Unternehmen. Klar, kein Unternehmen, also keine zwei Unternehmen, kann man so 1:1 hundertprozentig vergleichen. Aber das sind so, ja, doch die zwei Unternehmen, die sich am meisten ähneln. Hier haben wir gerade einen Kurs von 1900 Euro und einen Gewinn pro Aktie von 37,50. Da kommen wir dann auf ein KGV von, ja, es müsste so ungefähr sogar schon bei 50 liegen. 1900 geteilt durch 37,5 gleich ein KGV von gut 50 versus 25. Also Hermès ist gerade ungefähr doppelt so hoch bewertet, bei ähnlichem Wachstum auch noch. Und für mich kommt noch dazu, dass Hermès auch noch die sicherere Aktie ist, weil sie halt eben viel besser diversifiziert sind. Also für mich zusammengefasst kann man sagen, LVMH ist ein absolutes 1A+-Top-Qualitätsunternehmen. Dann haben sie auch noch eine recht günstige Bewertung und noch einiges an Aufholpotenzial in Sachen Bewertung zum direkten Konkurrenten. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von LVMH hältst. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.